Das Aussteigen aus dem Boot bereitet uns manchmal Not, hindert es uns nicht an Dingen, die Antarktis zu bezwingen. Richtig. Und genau deswegen müssen wir jetzt auch noch mal in das Boot einsteigen, damit wir gleich wieder aussteigen können. Macht doch Sinn, ne? Genau. Und der tolle Reim kam von der lieben Noxi. Genau. Er macht zwar nicht so ganz Sinn, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Kommen wir da überhaupt hoch? Jojo. Hoffentlich. Ja, wenn wir so stehen, vielleicht nicht. Geil, also dann doch eher so rum. Sehr schön. Das Boom. aussieht, ey. Ja, ja, genau so solltest du das nicht tun, Lara. Da unten war was. Ja? Ja. Musst du mir gleich. Steig noch mal aufs Boot und geh noch mal runter. Na, sagst du mir gleich bitte nochmal, wenn wir von hier wiederkommen. Siehst du das? Dass man da drunter schwimmen kann, meinst du? Rechts. Ja. Okay, ja. Fast. So, zurück. Der Nein. Führerschein ist auch nicht in der Tasche. Nein. Oh Gott. Also mir war dieses Gerät hier mal sehr sympathisch. Ja, habe ich auch noch gestern gehört, ne? Also, Ach. weil ich mir die Parts angeschaut hatte. So, ja, die Steuerung hiervon ist ja sehr Ja, sympathisch. teilweise dieses Boot, das. Ja, jetzt springt sie da wieder nicht raus, weil sie zu weit da wegsteht. Gehst du bitte zurück. Zurück. Jetzt hängst du zwar halb in der Wand, aber das ist mir jetzt egal. So, und jetzt zurück und dann einfach nur raus. Das wäre sehr schön. Machst du. Na, jetzt geht sie wieder nicht auf Ende raus, ey. Ich speichere jetzt, aber weil wir gerade einmal so stehen, dass sie vernünftig rausgehen könnte. So. Ja, er Ah. begrüßt uns wieder mit Hey. Das ist sogar, glaube ich, richtig dann. Ja gut, da hinten Da. geht es ja auch noch weiter. Da ist was. Munition. Sekret? Nee. Nein, sowas Offensichtliches. Ja, hätte ja sein können. Aber dann geht das Level wahrscheinlich doch noch ein bisschen. Der Typ war jetzt einfach nur da. In Er hat die der. ganze Zeit gewartet. Ja, das ist ein bisschen Sehr schön. armselig. Aber gut. Ja, super. Ja, dann Dann doch hier lang. hat ja viel gebracht, bis auf Ach halt, Munition. du hattest gesagt, da unten war was, ne? Und wir Ja, das sind war ja. nicht. Ich denke mal nicht, dass man da. Ah, nee, das ist. Ja, sorry Leute, aber ich hab's jetzt vergessen. Weil das ist einfach nur. Da kann man. Naja, komm, wir gehen mal raus. Aus dem Boot, habe ich Wenn du gesagt. rauskommst. Nein, gerade schon wieder nicht. Komm schon. Komm, du Trine, bitte. Gehst du wohl raus da? Also irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, das klappt nur, wenn sie. Keine Ahnung. An der Wand steht. Oh, da ist der Schlüssel. Oh, war gut. Wetten, das ist jetzt der Schlüssel für dieses Ding, für dieses andere Teil da. Oh Ja, Gott, und das die, ist ein das Leben, das Secret. Leben, das Leben. Das habe ich nicht Scheibenkleister. gesehen. Ich auch nicht. Verdammt. Ist aber auch gemein. Wir haben uns gefreut. Aber Dein. schau mal, das war gut, dass ich gesehen habe. Ja, das stimmt. So haben wir jetzt Schlüssel. So haben wir jetzt Schlüssel, Alter. So haben wir voll die Schlüssel. Nein! Nicht gleich rein. Ja, wollte ich ja auch nicht. Sie ist selber wieder reingegangen. Warte, dann parken wir das Boot jetzt aber so, dass wir. Alter Schwede! Und so. Schade, dass sie nicht die ganze Zeit stöhnt, wenn sie wieder rangeht an Ja, die. sie stöhnt doch. Echt? Ja, aber jetzt geht sie wieder nicht aus dem Boot. Doch. Geht doch. Heb das auf. Heb das schneller auf. Dreh dich und schwimm. Ich sag dir, wenn Medipack. Ah, Ah. Mist. Medipack! Dass sie dann immer noch wieder zurückgeht. Oh, mein Gott. Eieiei. Oh, dass sie dann aber auch jedes Mal wieder da diesen kleinen Anfall von Auftauchen und Zurückschwimmen hat. Das ist Ja, ja. das nervt richtig. Ich weiß nicht, wieso. Sollen Das ist wir. so doof. Wir gucken gerade noch mal bei der Tür da, ne? Wie heißt Ja, denn der natürlich. Schlüssel eigentlich? Schlüssel zur Hütte, yay! Das wird der wohl sein. Ja, das schätze ich mal.
Ach so, Loop, Ach ja, falsch. das kann ja jetzt wieder ein Spaß werden, da auszusteigen. Ich glaube eher, die macht das nur, wenn die nah an der Wand ist. Das befürchte ich auch fast. Weil die dann das Kommando hat, ja, ich kann hier hinspringen und ansonsten springe ich in die Leere. Ja, aber warum macht sie es dann teilweise auf dem Wasser auch? Aber guck, jetzt macht sie es nämlich zum Beispiel wieder nicht. Ja, So, das ist eine Ende, Blöde. Richtung. Geht wieder nicht. Ende, Richtung. Dann versuch mal auf der anderen Seite rauszuspringen, also nach rechts. Macht sie auch nicht. Scheiße. Ach, was eine Blöde. So, kriegst du es jetzt hin? Nein. Nicht doch schon wieder, nein. Ach Gott, das ist aber auch ein Kack. Ja, Lara, fahr mit dem Boot einfach an Land. Das passt schon, ja. Hättest du jetzt bitte die Danke. Perfekt. Und hier ist jetzt bestimmt ein Secret drin. Boah, Oder? das wäre cool. Halt, da war das Schlüsselloch. Oder es bricht die Eiswand da oben auf. Ach ja, man konnte ja. Ah nee, das haben wir ja schon geholt. Ja, das war das eine Secret. Ja, klar, der arme Hund. Der musste da die ganze Zeit drin bleiben. Aber war eine Hundehütte. Na, er Bestimmt. hat's wenigstens warm gehabt. Secret! Geil. Yay, was liegt da noch? Ach, Munition. Ja, jetzt haben wir mal 2 von 3. Yay. Gut. Ja, aber hier, guck mal, hier ist ja gut. Er hat's wenigstens einigermaßen warm ohne Schnee gehabt, Hilfe. Aber trotzdem ist ja Jo. trotzdem gemein, sowas. Ist Tut echt man so. das? Nein. Das tut man auch nicht. Nee. Jetzt schwimm nicht wieder. Danke. Aber es ist gut, dass, aber dass das war jetzt nicht so unoffensichtlich, aber auch Nee. nicht so offensichtlich. Also es ging. Ja, Ich dachte eher, nur. das wäre so ein Durchgang gewesen, wo man durchschwimmen kann. Habe ich auch gedacht. Dabei ist es ein Secret. Obwohl, wieso tue ich mich ärgern? Das Secret ist doch gut. Naja, klar. Wir haben etwas super, Ich meine, wären superes wir da jetzt gefunden. nichts mehr durchgekommen, dann wäre doof. So. Deutsch, wo Nauit. bist du heute Ja, geblieben? Hast du Urlaub? bei uns nicht. Ja, ich glaube, hat in der Tat Urlaub. Geht's hier noch Bei dem weiter? Wetter auf Nein. jeden Fall. Ja, und dann können wir da raus und dann. Wenn sie rausgeht. Sie hat rauszugehen. Geschweige denn, wir parken erstmal richtig. Guck mal, sie hängt mit dem Boot echt halb im. Tut sie echt dann die ganze Zeit stöhnen? Ja, wenn sie an die Wand kommt, dann stöhnt sie die ganze Zeit. Ah, Okay. très bien, mon chéri, wir haben es geschafft. Super. Ging es da nicht auch hoch? Nein. Aber da. Ah. Und du, ich dachte gerade, der wäre in der Mauer. Also in dem Zaun da. Ach, die schießen auch noch mal, wenn sie sterben. Okay. Kommen wir auf das Haus drauf? Nee, das Dranhängen ist. bestimmt, aber. Geht das, dass wir uns rüberhangeln? Nee, ne, Nee. das wäre ein bisschen. Nee. Nee, nee. Das müssen wir auch wieder aufmachen. Oh Gott, das sieht hier schon so aus, als würden hier gleich irgendwelche Bällchen rollen. Aber das Das sieht erinnert. aus wie so ein neues Level. Wieso ist das alles so Oh, verwie. oh. Nee, nee, Das da. ist aber scheiße. Ah, hi. Hallo. Lara. Willst du den mal vielleicht treffen? Ja, sie hat ihn jetzt getroffen und er hat nichts verloren. Nein. Ja, da muss bei ihm hier ja der Eingang sein, eigentlich. Oder man kommt hier gar nicht rein. Das wäre es jetzt auch noch. Bestimmt. Man Ja. hat da reinzukommen. Uns ist kalt. Kommen Sie nur herein. Machen Sie es gemütlich. Bin sofort da. Gemütlich? Ich habe gerade den Bruder von Jeff Goldblum in Die Fliege getroffen. Faszinierend, nicht wahr? Er war Ihr Angestellter. Er war Molekularbiologe. Er wäre von sich gefesselt gewesen. Dank diesem Material wurden seine Hox-Gene, die Gene, die unseren Körper strukturieren, vervielfältigt. Dadurch wird unser Körperbau unermesslich komplex. Aber all das ist nur ein Bruchteil der Möglichkeiten. Mein Freund war nur dem Stoff ausgesetzt, von dem der Meteoritenkrater durchdrungen war. Die wahre Kapazität liegt in seinem Kern. An
wenig dank der Artefakte, an denen sie so hängen, gelangen werde. Aber sie haben keine Kontrolle darüber. Hier geht's nicht um irgendwelche Spontanmutationen. Wir reden hier von einer völlig natürlichen Beschleunigung der Evolution. Einem Freilandlabor sich weiterentwickelnden Leben. Nicht jeder hier will Versuchskaninchen werden. Egal mit wie vielen Gliedmaßen. Das ist Pech. Hier gab's zu viele Fehlversuche. Der Zeitpunkt ist optimal. Ich kann nicht einfach aufhören. Die ignoranten Polynesier sind geflohen, Darwins dämliche Matrosen ebenso. Ironischerweise entging Darwin deshalb der neue Evolutionsansatz. Aber jetzt bin ich da. Ich habe den Zugang, das Wissen, die Artefakte. Schon, aber sie haben mich in Indien getroffen, mich auf die Suche nach den Artefakten geschickt und mich hierher geführt, damit ich mir ihr Geschwätz anhöre. Ihre Vorstellung vom optimalen Zeitpunkt ist mangelhaft. Da will ich mir nichts sagen. Okay. Was ein Scheißkerl. Und die Suppe ist gar nicht mal rausgegangen. Habe ich jetzt doch überschlagen. Achso, also die Suppe war noch im Teller als... Ja. Okay. Ja, ich fand die Action-Szenen in Anführungszeichen irgendwie sehr witzig, weil Lara hätte ihn 3000 Mal treffen können, auch jetzt gerade, bevor er in den Aufzug da gesprungen ist. Echt so. Das, ja, es ist halt nur die Frage, weil hier ist ja jetzt auch passenderweise dieser Aufzug gewesen, also das heißt in diesem Loch da. Ja, deswegen, ich wollte eigentlich sagen, also bevor ich das noch gesehen hätte, habe ich noch so mir gedacht, wollen wir jetzt nochmal laden und darunter? Ja, da wäre es bestimmt noch irgendwie weitergegangen, aber ja gut, wie viele Minuten haben wir jetzt noch? Ja, 3 Minuten, sollen wir dann... den Part, dann kannst du das ja jetzt hier vielleicht gerade noch nutzen, dann liest du das gerade vor. Ja, dann mache ich das noch. Also, wir haben jetzt die Antarktis abgeschlossen. Benötigte Zeit 1 Stunde, 13 Minuten und 2 Sekunden. Gefundene Secrets 2 von 3. Besiegte Gegner 29. Verbrauchte Munition 396. Treffer 351. Benutzte Medipacks 7. Zurückgelegte Entfernung 4,24 Kilometer. Richtig. Und jetzt gucken wir erstmal, ob eine neue Cutscene kommt. Und danach gucken wir nochmal in der Antarktis, ob da noch irgendwas war. Yes. Nein, es kommt keine Cutscene. Wir sind also im Aufzug. Ja, obendrauf, ne? Sie ist ja nicht mit reingekommen. Und dieses Level heißt... RX-Tex Bergwerk, das ist sehr schön. Und die haben auch übrigens auch mit Mutationen rumgefummelt. Also sie hat irgendwie gesagt, mit seinem Bruder und irgendwas, ich habe es jetzt auch nicht so ganz verstanden, weil ich die Story nicht mehr ganz im Kopf hatte. Oder habe, eher gesagt. Ja. Keine Ahnung. Also auf die Hütte dürfen wir dann nicht zugehen. Ach ja, sie habe ich jetzt komplett vergessen. So. Aber dass der auch einfach so nach oben gehen kann, ne? Da wo Lara nicht nach oben gehen kann und rutschen. Ja. Und rutscht da. Ist auch doof. Ich glaube, die kann. Ist da unten überhaupt was? Wahrscheinlich nicht. Also sie kann sich nicht runterhangeln und nichts. Nee. Ja, dann ist das nicht. Ja, oder hier ist noch irgendwas anderes, was wir nicht gesehen haben. Keine Ahnung. Vielleicht konnte man hier jetzt sonst noch irgendwo hoch und wir haben es nicht geschnallt. Ja, wenn nicht, ansonsten lassen wir halt das Level ruhen. Naja, aber es wäre ja schon schön, wenn man hier irgendwie noch was gefunden hätte. Frau Croft, beweg dich. Chanella.
Ja, vielleicht ist hier jetzt noch irgendwas. Ich werde dieses Boot vermissen, nicht. Da ist doch noch was, oder? Wo? Links. Oder? Kann man da hoch? Ja, okay, das bringt ja nix. Nee. Nee, hier ist sonst nichts. Da waren wir, da war die Munition. Ja, das heißt dann wohl, dass wir den Part... Ich habe den Wecker ausgemacht. Warum habe ich das denn getan? Keine Ahnung, wie viele Minuten jetzt vergangen sind. Weil hier steht jetzt immer noch 3 Minuten 28, aber gut. Dass wir uns mit dem Bergwerk dann im nächsten Part sehen. Yes.